Bereits zum 67. Mal strömten die Besucher in Scharen zur fünftägigen Herbstmesse nach Dornbirn. 12 Hallen bieten Gelegenheit zum persönlichen Austausch von Ideen, Waren, Dienstleistungen und Kontakten unter Menschen. 1949 erfolgte die erste Messe in Dornbirn und fand dann im Jahre 1975 direkt an der Rheintalautobahn den neuen Standort. Damals fand der traditionelle Messetermin mitten in der beliebtesten Urlaubszeit und an sehr heißen Messetagen statt. Somit wurde 1995 beschlossen, die Hauptmesse in der ersten Septemberwoche abzuhalten. Rund 500 Aussteller informierten auf Vallbergs größtem Marktplatz sowohl über neueste Mode- und Wohntrends als auch über umweltbewusstes Bauen, gesunde Ernährung oder Geschmackserlebnisse. Bei unserem Messereport haben wir wieder einige Stände besucht, die wir Ihnen genauer vorstellen möchten. Bei Oculovision, das Laserzentrum von Augenärzten in Bregenz, geht es um höchste Präzision mit modernsten Geräten und erfahrensten Ärzten, um die Lebensqualität ohne Brille wiederherzustellen. Das Augenlaserzentrum in Bregenz wurde vor 4,5 Jahren eröffnet. Unsere Aufgabe sehen wir darin, dass wir Menschen, die keine Brille und Kontaktlinsen mehr möchten, zu einem Leben ohne Sehhilfe verhelfen können. Für interessierte Menschen gibt es verschiedene Möglichkeiten der Vorgehensweise. Entweder sie nehmen an einem unserer regelmäßig veranstalteten Informationsabende teil, oder aber sie nehmen eine Kurzuntersuchung in Anspruch, bei der wir ihre Fehlsichtwerte überprüfen, um festzustellen, ob sie für eine Augenlaseroperation geeignet sind, beziehungsweise welche Methoden in Frage kommen. Eine Laseroperation ist sehr sicher. Mit unseren Hochleistungsgeräten der Firma Schwind können wir höchste Präzision und höchste Sicherheit gewährleisten. Man muss wissen, ein Laser arbeitet nur an der Hornhaut. Mit regionalen Produkten wird ein wichtiger Beitrag zur Lebensqualität geleistet und stärkt die Wertschöpfung im Ländle. Die Ländle-Halle bot eine Vielfalt an regionalen Köstlichkeiten und Platz zum Austausch und Speisen. Dietrich Vallberger Kostbarkeiten bietet Besonderes für den bewussten Genießer. Regionalität ist dabei Aufgabe und Verpflichtung und Tradition der Anknüpfungspunkt bei der Wahl der Produkte. Wir bieten verschiedene regionale Spezialitäten mit Tradition. Einerseits aus Obst, Streuobst überwiegend, und aus Vorarlberger Rebelmainz. Die Produktpalette hat sich in den letzten Jahren wahnsinnig erweitert. Also es geht inzwischen mit dem Rebelmais los. Es gibt Tortilla-Chips aus Rebelmais. Wir produzieren einen C3-Whisky aus Vorarlberger Rebelmais. Und dann natürlich unsere ganzen Säfte, Mostler, Nobile, Perlwein. Das können Sie eigentlich alles bei uns hier auf der Messe probieren. Und wir sind auf der Messe eben, um unsere Kunden zu treffen, um einfach zu zeigen, was es alles gibt, auch um unsere Vertriebspartner zu bewerben. Wir sind ja in vielen Supermärkten in Vorarlberg vertreten, das heißt, Sie können das vielleicht im lokalen Adek-Geschäft kaufen oder bei Sutterlütti oder natürlich gerne bei uns im Hofladen in Lauterach. Unser Schwerpunkt ist Regionalität, das heißt, unsere Rohstoffe sind aus der Region. Das ist uns wichtig, das ist der Ausgangspunkt für unsere ganze Arbeit. Und da ist das Ländle-Gütesiegel einfach für uns ein klares externes Kontrollsiegel. Das heißt, nicht Dietrich, Dietrich ist die Marke, das bedeutet Regionalität, aber die Kontrolle kommt über dieses Ländle-Gütesiegel. Das steht für Regionalität. Im letzten Jahr haben wir mit unserem Birnenessig bei der Landesprämierung den Sortensieger gemacht. Darauf sind wir sehr stolz. Also ein Produkt aus unserer Obstpalette. Und ansonsten an Neuheiten haben wir zum Rebelmais dazu unser Holdermus, das wir heuer noch etwas mehr produzieren, das heißt breiter anbieten können. Holdermus aus Vorarlberger Holunderbeeren, die super intensiv schmecken zum Rebel dazu. Ansonsten zu unseren Tortilla-Chips, die sich als richtiger Publikumsliebling entwickelt haben, haben wir heuer eine Tomatensalsa hergestellt, die wir in Lechhoben in einem Haubenlokal mit den Köchen dort produziert haben und wirklich auch von den Zutaten her auf höchstem Niveau sind. Also eine ganz besondere Spezialität. Leider ist sie
nur im Hofladen erhältlich, weil wir noch nicht genug davon haben. Aufgrund begrenzter Parkmöglichkeiten müssen Besucher der Messe Dornbirn auf alternative Verkehrsmittel ausweichen. Damit die Anreise mit Bus und Bahn noch intensiver genutzt wird, arbeitet die Geschäftsführung stets gemeinsam mit den Partnern Stadt- und Landbus Unterland sowie mit dem Vorarlberger Verkehrsverbund zusammen. Natürlich schreitet die Zukunft der öffentlichen Verkehrsmittel auch außerhalb der Messe mit großen Schritten voran. Wir haben jetzt seit letztem Jahr, also 2014 und 2015, die Kommunikation und die Information für die Fahrgäste wesentlich verbessert. Es gibt einen neuen Fahrplan, wo online abfragbar ist. Das Ganze gibt es auch als App für beide Betriebssysteme. Dann haben wir natürlich auch noch eine Echtzeitanzeige mittlerweile drauf. Der Fahrplan selbst ist also nicht nur für Vorarlberg gültig, sondern wirklich für ganz Österreich. Abgesehen davon kann man nicht nur über den öffentlichen Verkehr darstellen, sondern auch alle Fahrradwege, Park-and-Ride-Systeme, Fußwege, alles ist möglich. Also das ist ein richtig intermodales System, wo österreichweit jetzt zur Verfügung steht und natürlich in Vorarlberg an die Vorarlberger angepasst wurde. Man versucht natürlich im öffentlichen Verkehr natürlich so viel wie möglich an neuen Fahrgästen zu gewinnen. Aus Umweltgründen natürlich, aus Kostengründen für jeden persönlich. Und das Land Vorarlberg natürlich inklusive dem VVV versucht eben natürlich nachzukommen, so stark und so gut wie möglich das geht. Es ist jetzt geplant, auch in den neuen Stadtbussen zum Beispiel haben wir jetzt ein Pilotprojekt gemacht, dass auch der Komfort nicht darunter leidet, wie zum Beispiel ein neues WLAN-Projekt. Wir haben jetzt 20 Stadtbusse ausgestattet zum Testen, ob das für die Gäste ein Faktum ist, wo sie gut gebrauchen können, zum Beispiel E-Mails versenden oder auch für Touristen zum Bild nach Hause zu schicken, was auch immer. Das sind alles so Kleinigkeiten, damit eben nicht nur von A nach B gefahren, sondern von A nach B eine Zeit genutzt werden kann mit diversen Mailverkehr und so weiter. Also sprich, nicht nur der Preis und der ÖV selbst macht, sondern auch noch der Komfort mit dem ÖV zu fahren. Die Herbstmesse Dornbirn bietet jedes Jahr Neues und bildet für den ein oder anderen Besucher seit Jahren einen Fixpunkt. Also mir gefällt es gut und ich habe das Gefühl, das ist wieder mal ein bisschen was anderes als wir sonst. Dass ein bisschen Abwechslung drin ist. Auf der Messe Dornbirn präsentierte sich auch die AUVA, die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt. Mit ihren 4,8 Millionen versicherten Personen ist die AUVA der größte Unfallversicherungsträger des Landes. Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ist ein Sozialversicherungsträger wie die Vorarlberger Gebietskrankenkasse und die Pensionsversicherungsanstalt. Wir führen die Unfallversicherung für die unselbstständigen Erwerbstätigen, die selbstständigen Erwerbstätigen, die in Ausbildung stehenden Personen, vom Kindergartenkind bis zum Studienabgänger und für die Mitglieder der freiwilligen Hilfsorganisationen durch. Auf der Messe Dornbirn greift die AUVA zwei Schwerpunkte auf, welche beim Arbeiten oder in der Schule, vor allem in der Prävention, beachtet werden sollten. Einer der Schwerpunkte war Hände gut, alles gut. Im alltäglichen Leben ist oft eine ruhige Hand gefragt. Spielerisch wurde veranschaulicht, wie schwer es ist, eine ruhige Hand zu bewahren. Besonders wichtig ist eine ruhige Hand beim Umgang mit Messern. Auf der Messe wurden dazu spezielle Messer präsentiert, die die Unfallgefahr in der Schule oder bei der Arbeit drastisch senken können. Es gibt natürlich heute, jeder hat es zu Hause, ein Ständlemesser, also mit der Abbrechklinge, und die Abbrechklingen sind sehr, sehr gefährlich. Oft wird die Klinge herausstehen lassen und dann ist einfach die Gefahr, dass man sie verletzen kann. Es gibt spezielle Sicherheitsmesser, wir haben da einen ganzen Satz davon. Bei den anderen Sicherheitsmessern, die gehen automatisch, sobald man sie loslässt, wieder in die Ruhelage zurück und man kann sie im Prinzip nicht verletzen. Das sind also für verschiedenste Bereiche sind die speziell geeignet. Es gibt spezielle schnittsichere Handschuhe, mit denen man sich nicht schneiden kann. Also je nachdem, was für eine Klasse man braucht. Man sieht da auch ein relativ spezielles Muster mit einer hellen Farbe. Hat den Vorteil, dass man sehr leicht auch die Hände erkennt. Teilweise werden heute Handschuhe in Grau verwendet und das ist wieder die Gefahr, dass man die Hand nicht erkennt. Und damit. Andererseits sind die Handschuhe auch gut, wenn man zum Beispiel etwas tragen muss, hat man wesentlich einen besseren Griff. Das Einzige, wo man es nicht verwenden kann und darf, ist ein Drehen der Maschinen, wenn die zum Beispiel vor der Säge, vor der Bohrmaschine eingezogen werden. Ein weiterer Schwerpunkt, auf welchen bei der Messe bewusst gemacht wurde, ist das Fahren mit dem Moped und die Gefahren bei der Dämmerung, da der Weg zur Arbeit oder Schule auch bei der AUVA mitversichert ist.
Mittels seinem Simulator konnte auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam gemacht werden und hoffentlich dadurch künftig auch der ein oder andere Unfall vermieden werden. Das Vier-Säulen-Modell beinhaltet die vier gesetzlichen Aufgaben der gesetzlichen Unfallversicherung. Das ist als erste Aufgabe und wichtigste Aufgabe die Prävention. Und nach Schadensfällen die drei Säulen Unfallheilbehandlung, Rehabilitation und auch finanzielle Entschädigung. Über das ganze Jahr hinweg hat die AUVA unterschiedlichste Angebote. Im Oktober folgt die Woche der Verkehrssicherheit, zu der auch alle wieder herzlichst eingeladen sind. Ein Highlight jeder Herbstmesse in Dornbirn bildet die Modenschau, die auch 2015 wieder für Begeisterung gesorgt hat. Mit perfekter Bühnenshow und gekonnter Inszenierung auf dem Catwalk sorgten die Models für eine filmreife Modeschau. Also gerade die Modenschau in Bombenerfolg, wir haben immer volles Haus und die Leute sind begeistert. Also ich bin echt glücklich als Initiator von der Modenschau, dass es so gut funktioniert. Die Models geben alles. Die Mode ist sehr toll, also ist echt sehenswert und die Show ein Erlebnis, ist neuartig. Die Vorbereitungen waren natürlich schon kompliziert für uns, ist neueste Technik, also das Neueste, was es überhaupt auf dem Markt gibt. Mit lauter LED-Walls arbeiten wir, mit den neuen Models natürlich aus der ganzen Welt. Wir haben ja Models aus 7 Nationen, wir müssen Englisch, Deutsch, alles Mögliche sprechen. Aber es ist so ein gutes Team dahinter und über eine Woche eigentlich Arbeit zusammen mit den ganzen Models, mit den Technikern, dass so eine Show überhaupt zustande kommen kann. Ein weiterer Highlight, was man natürlich hat und was ganz neu ist bei uns bei der Mondschau, ist Couponheft und Programmheft. Die Leute können halt davor schon reinsitzen. Alle, die sich am Sitzplatz ergattern, kriegen das natürlich reinsitzen, drin stöbern. Man sieht den Ablauf der Show. Jede Firma hat sich beteiligt mit einem Coupon und die Leute können nachher shoppen gehen. Wenn man jetzt der Wertzimmerpreis ist, sind es über 500 Euro. Also extra Spitzenklasse, finde ich, für die ganze Schau. Und ich glaube auch, dass es ja auch nochmal ein Ansporn ist, früh hineinkommen, Sitzplatz ergattern und eine tolle Show genießen. Schlaf, der Jungbrunnen für jeden. Johannes Falch hat sich mit Levate zur Aufgabe gemacht, den perfekten erholsamen Schlaf für seine Kunden zu bieten und dafür spezielle Bettensysteme anzufertigen. Dazu zählt zum einen unser Bettsystem mit den Tellern, die Matratze, sehr wichtig. Dann machen wir die Elektrosmog-Analysen. Es gehört dazu eine gesunde Raumluft und eine gesunde Luftfeuchtigkeit im Raum. In Feldkirch, dort haben wir sehr viele Produkte, die wir zeigen können. Der Kunde kann ins Bett hineinliegen. Wir haben da einen Spiegel unter dem Bett, wo man sieht, wie sich der Rost verhält. Er kann erspüren, wie es in den Hüften nachgibt und in den Schultern und wie es die Lende stützt. Und so kann sich der Kunde das reinfühlen, sozusagen in unsere natürlichen Materialien, in unser Bett. Etwas Spezielles bei uns ist auch das 101 Nacht Schlafkonzept. Hier geht es darum, dem Kunden eine möglichst große Sicherheit zu bieten. 101 Nacht bedeutet, der Kunde kauft bei uns ein System, eine Matratze und hat dann die Möglichkeit, innerhalb dieser Zeit, falls es nicht ganz genau passt und noch nicht das Ideale ist, auszutauschen gegen eine andere Matratze, gegen einen anderen Rost. Unser Favorit ist das Tellersystem. Und das Tellersystem hat den Vorteil, dass es punktuell nachgibt und durch das eine angenehme Schulterzone erzeugt und auch in der Hüfte angenehm einsinkt. Die Teller sind bei uns aus Zirbenholz gearbeitet, welches ja sehr beruhigend wirkt und man spart sich in der Nacht dadurch einige Herzschläge. Die 67. Herbstmesse in Dornbirn war also wieder ein voller Erfolg, eine Möglichkeit, sich über Neues in den unterschiedlichsten Themengebieten auszutauschen, Menschen zu treffen und neueste Köstlichkeiten auszuprobieren. Im kommenden Jahr 2016 werden 3 Hallen durch neue multifunktionale Hallen ersetzt und die Messe Dornbirn kann dann auf eine Ausstellungs- und Veranstaltungsfläche mit 15 Hallen zurückgreifen.